Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und wir gehen eigentlich heute wieder auf Tushanka, von daher kein Thema von Grunt. Dar war ein guter Kampf. Gottes Willen, er kann ja super schreiben. Das war ein guter Kampf, Shepard. Sie hören sie nicht, aber ich lasse Kompanie Aralak ihren Namen rufen, Shepard. Shepard, und wir trinken Rünkohl für meine Wunden. Rünkohl, wo sind sie? Shepard, Shepard, Shepard. Danke, von Jessica Furm. Sehr gemeinter Herr Commander Shepard, mein Name ist Jessica Furm. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegen. Boah, ne? Ich habe von Victus gehört. Ein tapferer Mann. Ich könnte das... Ah, geht schon wieder los. Ich wollte sagen, dass ich das niemals könnte. Aber das stimmt nicht. Wenn ich Ihnen zusehe, weiß ich, was es bedeutet, in der Allianz zu dienen. Sie sind eine gute Offizierin. Gut, dass Sie es endlich erkennen. Danke. Aber auf die Bombe sollte sich trotzdem jemand anders werfen. Vorzugsweise einer mit guter Panzerung. Ja. Ja, wir sind wahrscheinlich immer noch im Orbit, direkt wieder runter. So, die Genophage heilen. Macht man ja sonst nichts am Tag, ne? Joker, Details. Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Sir. Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von Tushanka-Atmosphäre. Nicht gut. Feiglinge! Sie fürchten die direkte Konfrontation. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevin waren katastrophal. Aber das ist für Pelevin. Wir tun das hier für Pelevin. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Reef, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn von dem Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Sind alle dazu bereit? Wir waren einem Reaper noch nie so nah. Sind alle an Bord? Wenn Sie unsere Hilfe wollen, würde ich dazu raten. Commander, eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in Tushanka sind. Und Morden Solus hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Kroganer darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Ja, das könnte funktionieren. Wir müssen den Kroganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Kroganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Kroganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Kroganern? Sie können sich dumm stellen und Erden und Reef glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Morden niemals mitspielen. Was Sie mit dem machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Lieber ein kräftiges
eine kräftige Flotte der Kurganer als eine Wissenschaftlerflotte der Salarianer, obwohl ich die Salarianer gern habe, aber nee, können wir nicht machen. So, wir nehmen unsere besten Leute mit, also Liama und Gowers. So. Haben wir alles, ist kein Problem. 6 Punkte wieder. Hä? Habe ich die näher? So. Das können wir nicht machen, ich habe nicht genügend Punkte. Gowers Überlastung. Und Liama Warp. So. Perfekt. Die anderen Clans sind informiert. Sie kommen zu unserem heiligen Versammlungsplatz bei den Hollows. Wir treffen uns dort und greifen mit einem gepanzerten Konvoi den Reaper an. Ab morgen erkennt jeder die Überlegenheit der Kurganer an. Chance zur Verbesserung der Galaxiemeinung über Kurganer. Sollte genutzt werden. Commander, Sie wirken besorgt. Nee, wir sagen noch nichts. Erst wenn Reef nicht dabei ist. Es steht viel auf dem Spiel. Ich will, dass es gut läuft. Haben Sie Vertrauen. Manche Dinge sind vom Schicksal einfach vorherbestimmt. Das hier ist so eins. Und dann gibt es in der Galaxie eine neue starke Kraft. Reef, wir sorgen Turak. Die Reaper greifen die Hollows an. Seien Sie kampfbereit. Festhalten! Wir gehen runter! Shepard, Flankenschutz! Ich hole die anderen Clans aus dem Feuer! Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt! Auf 6 Uhr? Was ist denn 6 Uhr? Da kommen sie! Vorrücken! Sie dürfen nicht hier raufkommen! Hallo. Was ist denn auf 6? Ist das nur Eva? So. Die hasst. Ja. Kein Problem für uns. Es ist noch nicht vorbei, da sind schon wieder welche unterwegs. Ja, kriegen wir hin. Na, komm. Ich glaube, gegen die können wir gar nichts tun. Ach, komm schon. Soll das hier ein Boxkampf werden oder was? Wir haben sie fast alle erwischt. Heieiei. Und so beginnt es. Die Geschichte wird zeigen, dass der Erdnot-Clan das erste Reaper-Blut vergossen hat. Keine Zeit für Prahlerei, der Luftangriff steht bevor. Frau Sicher, Shepard, rate allerdings zur Eile. Vitaldaten beunruhigend. Wer hat den Salarianer auf Tuchanka gelassen? Sie sind hier nicht willkommen. Mehrere Kurganer. Problematisch. Zu welchem Clan gehören Sie? Wer sind Sie? Jorgel Turak. Unser Clan existiert schon, seit es Kurganer gibt. Nicht so wie diese Lernot-Welpen. Ich habe Varen, die älter sind als jeder von ihnen. Was bedeutet, dass Sie schon viel zu lange leben, Turak? Sie sind schwach und müde. Und klug genug, um Salarianern nicht zu trauen. Er gehört zu mir. Dieser Salarianer ist nicht Ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Sie wissen nicht, was die Seinen unserem Volk angetan haben. Sie waren nicht dabei, Mensch. Es wird eine Abrechnung für die Genophage geben, Turak. Aber erst, wenn ich es sage. Das sind einfach so primitive Wesen, ne, die Kurganer. Ihr
Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Genau wie der Rest von euch. Unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard, Ende. Hoffentlich meinen Sie das mit der Rache für die Genophage nicht ernst, Reef. Es wäre eine Katastrophe für unser Volk. Unser Volk wurde für den Krieg geboren. Es will ihn. Und Sie müssen der Anführer sein, der allen sagt, dass Sie Unrecht haben. Kroganer haben bereits Krieg in der Galaxie verbreitet. Ergebnis war die Genophage. Müssen daraus lernen oder andernfalls Schicksal der Ahnen teilen. Und würden unsere Ahnen ihren Feinden so einfach vergeben? Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Mag sein. Aber dennoch hatte niemand das Recht, die Genophage bei uns freizusetzen. Lassen Sie es gut sein. Sie geraten in einen Teufelskreis, wenn Sie die Genophage rächen wollen. Solange der Rest der Galaxie glaubt, wir würden Rache wollen, haben wir auch die Macht. Sie werden uns so fürchten, wie man Kroganer fürchten sollte. Haben Sie nicht aus diesem Grund Mählens Forschung vernichtet, Shepard? Aber was haben Sie wirklich vor, Reef? Das wäre zu aufschlussreich. Sie haben gerade wieder diesen Blick, Commander. Was beunruhigt Sie? Wir sagen immer noch nichts. Ich denke nur gerade an die Erde. Ihr Einsatz für mein Volk wird nicht vergessen. Sie sind bei Ihrem Kampf nicht alleine. Warum halten wir an? Reef, Sie und Mordin bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Beeilen Sie sich! Na, wunderbar. Sehen Sie sich diesen Reaper an! Da draußen findet das Ende der Welt statt. Vergessen Sie nicht, sie zurückzubringen, wenn Sie fertig sind, Mensch. Wir sollten einen Krieg führen ohne Straßen. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander, Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Ein Luftangriff allein reicht nicht. Wir müssen am Kampf teilnehmen. Da stimme ich zu. Verdammt! Straße bauen? Egal. Weiter jetzt. Shepard! Kontrolle verloren! Kann ihn nicht hochziehen! Oh. Shepard, was ist da los? Reef, bringen Sie sofort die Frau hier weg! Los! Artemek, hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reef
Verstanden. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Da drüben ist ein Tunnel, vielleicht ein Fluchtweg. Dann mal los! Oh Gott. Reef, empfangen Sie das. Sind alle okay? Wir sind Kroganer. Alles bestens. Turak hat's auch geschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Was wir war brauchen das? Einen neuen Plan für den Reaper. Wir müssen sie erstmal finden. Wo sind sie? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie werden das Problem schon lösen, Shepard. Finden Sie einen Weg, dann treffen wir uns. Nichts in der Galaxie hält dieses Heilmittel auf. Die Stadt der Ahnen. Eine Riesentempelanlage. Die seit Jahrtausenden verlassen ist. Da ist es. Wie ein Erdbeben hat sich das eben nicht angefühlt. Reef, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier ist nichts. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Dann wollen Sie auf keinen Fall unter der Erde sein, Shepard. Bewegen Sie sich. Na, wunderbar. Habe ich das richtig verstanden? Kalros, die Mutter aller Dreschlunde? Wenn Kroganer einem Dreschlund einen Namen geben, bedeutet das Ärger. Sie glauben nicht, dass den jemals einer tötet. Oh. In Anführungszeichen nur Credits auf, wenn es 8000 XX waren. Oh. Wie ist der denn hier gekommen? Noch mehr Rachni. Das waren bestimmt noch nicht alle. Reef, wir sind Rachni. Also aufpassen. Ich weiß, wir sehen sie auch. Aber wichtig ist jetzt nur der Mantel. Bewegung! Ach du meine Güte. Ich glaube, wir haben einen Ausweg. Endlich. Da vorne ist Licht. Ah. Früher hätte ich hier gerne etwas Zeit mit dem Studium der Ruinen verbracht. Da fragt man sich, wozu die Kroganer wohl imstande gewesen wären, wenn sie den Planeten nicht in die Luft gejagt hätten. Das ist die große Frage. Aber Selbstzerstörung... Wenn sie radioaktiven Dunst sehen, machen sie Fortschritte. Und die Farbe grün. Ich dachte, Pflanzen wären hier ausgestorben. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper stört immer noch den Mantel. Kommen Sie da raus, dann holen wir sie ab. Wir sind dabei. Vor wenn wir den Reaper erreichen, haben wir... Hier bleibt es wohl nie länger. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, ganz schlecht. Eieieiei. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Oha. Und den Dreschlund müssen wir bestimmt auch noch besiegen. Davon gehe ich einfach mal aus. Ich spiele das Spiel ja blind. Ich kann es wirklich nicht wissen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die so sein wird. Das war bestimmt Kalros. Wachsam bleiben. Aber dass die Kroganer sowas mal geschaffen haben, dass sie sowas entstande waren, hätte ich nicht gedacht. Es ist noch nicht vorbei. Es fängt wahrscheinlich gerade erst an. Jeder Schuss ein Treffer, komm. Oh. Na, wunderbar. Wir müssen erstmal die Kleinen besiegen. Damit wir uns auf die Großen konzentrieren können. Zumal er nur scheinbar Nahkampfangriffe zu machen scheint. Oh oh.
Tja. Sagst du? Ich bezweifle das noch irgendwie. Reef, Sie hatten recht mit Kairos. Sie ist unterwegs. Wir haben schon darüber gesprochen und... Was ist denn? Ruhe, Reef. Der Commander hat gerade genug Sorgen. Was ist denn los? Nur so eine Idee. Wir reden darüber, wenn Sie da raus sind. Na, wunderbar. Wieso so viele? Shepard, sieht aus, als wäre eine Brücke in der Nähe. Dort holen wir sie ab. Wir sind okay. Gerade mitten in ein Feuergefecht. Genießen Sie es, solange Sie können. Ja. Ich versuche mein Bestes. Wow. Da müssten Verwüster sein, ja, wusste ich doch wohl. Genießen, ja. Hä, habe ich nicht die Pistole ausgewählt? Und der nächste. Oh, der ist noch nicht tot. Ach du, ja. Langsam beginne ich diesen Ort zu hassen. Ach echt? Ja, kann ich nachvollziehen. Was ist das denn? Radioaktive Strahlung. Shepard, wir sind unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zum Mantel. Moment. Kairos! Reef! Hör hier, wir sind nicht. Oh, fuck. Instinkt bestätigt. Mal sehen, wie schnell sie ist. Oh, shit. Wir können doch nicht eine der größten Dreschlunde. Ich frage mich, wo wir jetzt. Der ganze Planet ist eine einzige riesige Todesfalle. So wie ich Reef kenne, macht ihm das vermutlich sogar Spaß. Achtung, vor uns sind noch mehr! Wie gesagt, wir können doch nicht den berüchtigsten, würde ich jetzt mal sagen, Dreschlund der Kugana besiegen. Einfach so. Da wahrscheinlich denken die dann von uns, yo, auf jeden Fall kommt ihr in irgendeinen Clan rein. Auch als Nicht-Kroganer. Wir tun unser Bestes. Das, wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend, aber unterhaltsam. Kairos ist ziemlich hartnäckig. Thorak, bleiben Sie dran! Ach komm. Nicht noch mehr von denen. Ja, ist weg. Da ist noch einer. Ja. Dürfte ihm wohl alles gegeben haben. Fehlt eigentlich nur noch, dass Cerberus jetzt noch hier hinkommt. Ich sag's lieber nicht laut. Nachher kommen die gleich noch und machen einen Angriff gegen uns. Kairos, fast los. Suchen Sie einen Weg nach unten. Wir sammeln Sie ein. Okay. Shepard, in den Truck. Thorak, Rückendeckung. Der Dreschlund ist immer noch da. Beeilung, Reef. Wir sind gut geschützt. Bewegung. Oh oh. Es ist Kairos! Los, Shepard! Wir sind drin, los! Ihr Kroganer-Freund könnte noch leben. Thorak war kein Freund. Jetzt geht's erstmal um einen Reaper. Dafür haben wir keinen Plan. Wir hatten schon öfter schlechte Chancen. Aber bis zu diesem Turm, ich weiß nicht, Shepard. Wir gehen erst weg, wenn die Genophage geheilt ist. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Es ist Ihre, nicht meine. Kairos, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt?
Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Jedes Lebewesen auf diesem Planeten weiß, wie man tötet. Sie besser als die meisten. Was ist mit den Risiken? Ich habe schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Sie tun das jetzt, wenn Sie die Allianz wollen, Shepard. Kein Reaper wird uns an der Heilung der Genophage hindern. Wie ruft man einen Dreschland? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Mach mal. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Shepard! Vergessen Sie nicht, wo Sie stehen. Oh shit. Ich komm schon klar. Los! Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Los, greifen wir an! Oh Gott. Ah, fängt jetzt super an. Das hat ja gar nichts gebracht. Oh, fuck. Ja, Elektrik wird da auf jeden Fall viel bringen. Shepard, die Rassen sind tot. Aber die Schlundheimer müssen oben sein, bevor man sie einsetzen kann. Na, wunderbar. Wir haben zu tun, Reef. Dann überlassen Sie das mir und kommen Sie einfach hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird vielleicht enden. Shepard, ein Glück. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Schnell, Mob. Wir sind hier draußen überall. Oh, fuck. Unser Rücken. Wie konnte das Ding uns so gut erkennen? Alles in Ordnung? Ich bin okay. Größtenteils. Ich denke schon. Wurden wir gerade von einem... Shepard, die Hämmer sind oben. Betracht. Es sind zwei. Sie müssen beide aktivieren. Ja. Wollen wir das wirklich? Bleiben Sie in Bewegung. Das ist alles, was nicht gut ist. Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Nicht anhalten. Oh oh. Oh Gott, was passiert jetzt? Commander, hier spricht Geschwader Artemate. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Ich wusste, sie würden nicht aufgeben. Die Göttin sei mit ihm. Los, rücken wir vor! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Linke Seite, einer der Hämmer! Hammer time! Ja, du könntest doch nicht einfach so ein Rohling raushauen. Als ob wir nichts zu tun hätten. Wow, 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 wow. Hey, 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 das war die letzte Lösung, die mir einfiel. Wo ist denn der Hammer? Oh, shit. Nein. Oh, Gott. Wir müssen zum Hammer. Morden, wir haben den ersten Hammer. Aha. Zweite Hammer ist auf der anderen Seite. Oh shit. Mir fällt jetzt gerade keine Taktik ein. Ablenkung? Beschuss? Nein, Vernichtung. Oh Gott, oh Gott.
hier zu tun, Reef? Auf Tuchanka gibt es keine Ausreden. Okay. Dann mache ich halt das Beste. Oh Gott, jetzt will ich diese Rohlinge besiegen. Uah. Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott, dass die noch leben, meine Leute, ne? Ich habe keine Muni mehr. Weil das ist ganz schlecht. Okay, einer ist tot. Die schicken immer wieder neue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir halten den auf. Bevor... Ich weiß auch nicht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich glaube, ich habe eine Sackgasse hinter mir. Da ist der Hammer. Ich habe keine Muni mehr. Hä? Oh Gott. Zurück zum Truck. Ich kümmere mich um das Heilmittel. Ah, wunderbar. Doch nicht, wir müssen da ganz hoch. Ja, Freisetzung in 2 Minuten. Aber Eva ist tot. Wieso? Stressbelastung zu intensiv. Zu viel Trauma. Wollte abbrechen. Sie nicht. Ihre Entscheidung. Es war für ihr Volk. Kroganerin hätte ihr Volk stabilisiert. Reef als einziger Anführer der Kroganer. Problematisch. Verdammt! Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja, Laborwerte zeigen Temperaturfehlfunktion. Könnte Heilmittel beeinflussen. Muss Einstellungen manuell vornehmen. Wir erklären es ihm. Keine Fehlfunktion. Sabotage. Von ihrem Volk vor Jahren durchgeführt. Natürlich. Mantel für Verteilung erforderlich. STG hatte Rückfallplan, um Heilmittel aufzuhalten. Sie wussten es. Ich hatte Unrecht. Ich traue den Kroganer nicht ganz. Aber ihnen schon. Danke, Shepard. Schwierige Entscheidung. Ich muss es tun. Jemand anders würde es nicht schaffen.
Spezies Torianer, Asari, Batarianer. Temperatur jetzt innerhalb der Ruder. Freisetzung beginnt. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Kroganer. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salar. Wir geben der Leere ihren Körper. Diese Kroganerin stellte sich tapfer unserem größten Feind. Und noch im Tod hat sie ihr Volk gerettet. Möge ihr Mut künftig die Flammen der Hoffnung nähren. Sie ist nun die wahre Mutter T'Chankas. Ein Krieg ohne Begräbnisse. Ihr Tod ist meine Schuld. Sie starb wegen meiner Entscheidung. Melens Forschung hätte sie retten können. Der Tod ist auf T'Chanka kein Fremder. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Nur das mit dem Pijack war schlimm. Morden. Er war ein guter Freund. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag, er legt ein gutes Wort für uns ein. Leider war er kein Kroganer. Es kann nicht sein, dass ein Salarianer die Genophage geheilt hat. Wer war's dann? Der einzige Kroganer, der noch stand. Ich werde vielleicht berühmter als Sie, Shepard. Egal. Sie haben Ihr Wort gehalten, nun halte ich meins. Wir kommen gerne und zeigen den Torianern, wie man einen Krieg gewinnt. Einen Reaper haben wir Kroganer schon getötet, oder? Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Reef hilft den Torianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Beckett, Ende. Commander, Admiral Reef hat begonnen, Truppen nach Pelewen zu schicken. Sie haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten, nun halte ich meinen. Die turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Morden tot. Das ist sicher nicht einfach.
Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Wieder. Die schrecklichen Erlebnisse. Dieses Kind. Wir hätten es doch retten können. Morden. Erdnock. Die Leute, die ich durch die Weeper sterben mussten. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Unser Freund. Weeper. Ist offen. Shepard, da ist etwas. Das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Ich dachte an die Freunde, die wegen des Kriegs nicht mehr da sind. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Kaidan. Er hat uns Zeit verschafft, um die Sovereign zu besiegen. Angesichts der jetzigen Aufgabe würde er sein Opfer vielleicht für sinnlos halten. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Ja, noch ein Grund, ihn zu vermissen. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und sie hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tiegel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Was gibt's denn, Ratsherrin? Shepard, mir ist bewusst, dass ich meine Position Ihnen verdanke. Und ich nehme so etwas sehr ernst. Ohne Sie würde dieser willensschwache Ratsherr Valern die Salarianer immer noch durch die Kanalisation führen. Aber jetzt muss ich ein Heilmittel für die Genophage befürworten. Man löscht mit einem Wirbelsturm kein Buschfeuer. Ratsherrin, Kroganer werden in Massen sterben, damit Ihr Volk leben kann. Das ist Ihre Botschaft. Höchste menschliche Staatskunst. Übrigens, ich muss mit Ihnen über Ratsherr Udina reden, den Vertreter der Menschen. Er verschiebt große Geldsummen. Wir müssen darüber reden, wo es hingeht. Und ich glaube, es wird Ihnen nicht gefallen. Besuchen Sie mich nächstes Mal auf der Citadel. Eschiel Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Kroganer und Turianer waren natürlich eine große Hilfe.
Hätte die gerettete Kroganerin überlebt, hätten wir mehr Unterstützung durch die Clans. Aber ich nehme, was wir kriegen können. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Was ist mit den Salarianern? Auch interessant. Wir haben durch die Hintertür Nachrichten von SDG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Obwohl ich die Genophage geheilt habe. Laut unseren Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die SDG-Jungs kennen die Lage. Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loke. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Vorscher heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit. Und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Max bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben. Aber es hat sich gelohnt. Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob sie es glauben oder nicht, Turianer und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Erdnod Reef hat Truppen geschickt und die heizen den Reapern ein wenig ein. Die Salarianer klammern sich an Sur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Panak in Ruhe. Die Heimatwelt der Yak. Wir haben auf Sur Cash einen Yak gesehen. Er wirkte recht unzufrieden. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen sie vielleicht den nächsten Zyklus. Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Was Neues über Volus und Elkor? Turianer und Kroganer haben Truppen zur Volus-Heimatwelt Irune geschickt. Es reicht vielleicht nicht, aber sie haben die Reaper-Streitkräfte in einen knallharten Bodenkrieg verwickelt. Was die Elkor angeht, die halten sich noch raus. Aber unsere Prognosen sagen, dass die Reaper bald in ihr Gebiet eindringen. Was ist mit den Batarianern? Sie hatten keine Chance. Die Reaper kamen aus dem Portal und griffen sofort an. Und ohne direkte Verbündete. Ich glaube, die Batarianer sind Geschichte. Haben wir was von den Quarianern oder den Geth gehört? In der Nähe der Geth-Grenze könnte es brodeln, aber unsere Infos sind vage. Je schlimmer es wird, desto schlechter wird auch die Informationslage. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Oh Mann, und mit den ganzen Informationen würde ich sagen, geht's jetzt wieder in den Krieg. Bis zur nächsten Folge und tschüss.